Haben wir so einen Bezug auf die köstliche Grenze. Hat, das ist Blumenglockenbaum, der hat so große Blüten im Herbst. Ja. Wann kommen dann die Frucht? Im Winter? Nicht im Winter, aber im Spätherbst ist der Frucht. Das schafft er noch? Ja, das schafft er. Schön beschrieben. Ja. Felsenbirne. Finde ich immer gut so beschrieben. Wasserspiele. So, hier ist das Mühlenstein, aus dem sprudelt Wasser. Und okay. Das Wasser läuft in den oberen Teil. Und mündet im Bachlauf. Und macht dann den Bachlauf und in den großen Teich macht das Wasser lang. Okay. Hier macht das auch noch mal lang. Genau. Mammutblatt, ja. Der stammt aus Papua-Neuguinea, also aus tropischem Klima. Und im Herbst schneide ich die Blätter ab, decke ich das Ganze mit riesigen Haufen Laub. Ja, und dann noch mit Decken und aus Schlafzimmer so Decken, so dicke Decken. Und dann mit Folie. Und da ist er so Haufen. Ah, der kommt schlecht über den Winter. Das sind die Herbststücke. Ja, die Knollen. Ah ja, ich sehe da drinnen was. Golden wachsen die Golden raus. Ne? Und ist da irgendwie giftig oder irgend sowas? Nee, aber essbar auch nicht. Nein. Sonst hätten schon die Gäste alles aufgegeben. Der wird noch größer. Aber der braucht viel Sonne, ne? Viel Sonne und viel Wasser. Unglaublich viel Wasser. Aha. Wasser wäre bei uns nicht das Problem, aber die Sonne das Problem. Libanesische Zeder. Und da wächst Loareiche. Die habe ich so kleine Eiche vom Loire gebracht in Glasflasche. Ne? Und die ist auch schon so gewachsen. Und in den Ländern warst du überall? Ja, in ganz Europa und in Asien. Aber jetzt bin ich da, das ist mein Mittelpunkt und hier bin ich glücklich. Ich muss nirgends hinreisen. Ja, das glaube ich. Ja. Höchstens ein paar Pflanzen holen. Selbst das nicht. Das ist Judas, kanadischer Judasbaum. Aha. Der wird nicht größer? Doch, das wird strauchartige Gewächs. Wie alt ist der? Der ist ungefähr 4 Jahre. Wächst langsam. Und der Gingo von 2013 sehe ich. Ja. Da sind Angelika-Bäume. Der wächst ein bisschen anders als unser Gingo. Angelika-Bäume, mein Name. Auch sind erst vor 2 Jahren gewachsen. Nächste Woche tagt der offene Gärten hier wieder. Ach so? Und da habe ich, da sind immer 400-500 Leute und dann. Ja. Ja, der Gartenakademie und wir veranstalten so Tag der offenen Gärten. Das ist Mammutbaum. Auch war es so klein, wo ich ihn gepflanzt habe, 2013, aber sehr langsam. Und der wird viel größer wie die Eiche. Aus welcher Region kommt da? Kanada oder was? Kanada, ja. Es wird ein riesiger Baum. Das ist Maulbeerbaum. Auch ganz jung. Aber hier trägt er keine Früchte, oder? Noch nicht, noch ist es zu jung, aber der wird tragen. Aha. Ja.
Ja, und hier ist ein Bienenstein, weil da, wir haben auch Bienenzucht und die Bienen kommen immer hier zum Trinken. Aha, die brauchen auch zu trinken. Sehr gerne von dem Stein, weil die Teiche sind zu tief, die gehen nicht in den Teich. Die haben Angst. Und so sind die auf dem Stein, ist eine Sicherheit da. Ja. Ja, und hier dieses Abend, jetzt sind sie nicht da. Ja. Ja, da sind russische Iris, violett blühend. Ja, und da fließt das Wasser auch in den Bachlauf und dann in den Teich. Mhm. Sehr schön angelegt. Eine was für Ulme? Zierulme. Zierulme. Aha. Und der Riesterholz macht aus Ulme. Die Eiche ist 500 Jahre alt. Naturschutz. Absolut, ja. Und ich sage immer den Frauen, die kommen, sage ich so als Witz, sage ich, naja, ich habe vor 15 Jahren hier das Haus gekauft und habe ich ihn gepflanzt und habe kräftig gegossen. Ja, ich habe auf Lache gewartet. Ja? Und die Frauen. Da darf man nicht mal morsche Äste abschneiden, ne? Nein. Gar nicht dran verändern. Sollte man auch nicht. Weil man dann Eingriff macht. Das ist Eingriff und verunstaltet das ganze Bild. Mhm. Denk an Caspar David Friedrich, an die Bäume, die er gemalt hat. Ja, immer so, wie das Natur gewollt hat. Ja. Ne? Und die Äste sind so hart. Wie Stein. Und da hat es Blitz getroffen. Da sieht man die Wulste, die jetzt wachsen. Das ist vor 200 Jahren oder so. Und das also repariert dann, sich. Ja, ja, vom alleine. Mhm. Wahnsinn. Ja. Und hier habe ich eine Quelle. Vorsicht nicht, dass man nass wird. Kühlaggregat. Wie ist das Bier? Das ist super. Ja. Da habe ich eine. Das war gut. Kapiert mit. Quelle. Alles naturbelassen. Super. So. Eine Brücke. Ja, und das ist der Teich, der das Wasser fließt, also quasi im Kreis. Mhm. Und dadurch ist das Wasser sehr klar. Und ich benutze keine Filteranlagen oder Technik. Es ist alles von der Natur. Der Bachlauf rein in das Wasser. Mhm. Der reichert mit Sauerstoff und das ist alles. In dem Entenhaus wohnen immer im Frühjahr Wildenten und dieses Jahr haben sie 9 Eier gehabt und wenn sie fertig sind, dann fliegen sie weg. Also dass es tatsächlich Wildenten sind. Ja, ja. Und der Teich war aber schon hier. Da ist er wie also dort, den hast du nicht selber angelegt, weil von den Baumformen her und der Weide. Der war klein. Wie bis zum Entenhaus so rund. Ja, ja. Und das war Abfallstelle für LPG. Da waren Reifen, da war Müll. Mhm. Ja. Hier das Grundstück, wenn ich euch das auf den Bildern zeige, dann war das Müllabfuhr. Ja. LPG. Ja. Hier haben Melke gewohnt und das war die unterste Klasse
schon in der DDR. Das waren die Alkoholiker. Ja. Ja, und so entsprechend haben sie das Haus zugerichtet. Und früher waren da Amerikaner, also amerikanische Kommandantur, das war die russische Kommandantur. Und die haben genauso, also sagen wir, nicht pfleglich umgegangen mit dem Haus. Was er gibt, dann war, am Anfang waren das Jahre, die ganz trocken waren. Aber dann habe ich Abhilfe geschaffen, aber das sage ich nachher, weil das muss ich was zeigen. Das ist Sumpfzypresse. Aha. Auch ein riesiger Baum, so sieht wie... Sieht so ähnlich wie Mimose. Aber bei Mimose, die sind länger, die Blätter. Zypresse. Und hat auch so Hocker. Also die Wurzel gehen nach außen und wieder in die Erde rein. Aber hier noch nicht. Ja, das ist... Die sind jetzt klein. Ja. Aha. Wenn du hier in 150 Jahre kommst, dann wirst du sehen. Ja, ich gebe mir Mühe. Ja. Ich werde es beherzigen. Rittersporn, das ist auch was, was mir eigentlich sehr gefällt. Da gibt es ja auch viele schöne Farben, ne? Rittersporn. Das Wasser ist kristallklar. Und das ist dunkel unten, weil das dunkler Grund ist. Ne? Ja. Welche Fische hast du denn? Bismarckringe, Bratteringe, Rollmopse und Fischstäbchen. und sonst kommen keine Fische rein. Fischstäbchen. Nein, in dem Teich sind keine Fische. Fische, weil die es verunreinigen. Genau. Ich habe sehr viele Besucher fragen mich, ja, wie so kristallklares Wasser und wir haben Teich im Garten und der ist immer grün und stinkig und Algen. Faustregel ist, wenn man kleine Teiche hat und in volle Sonne ist er ausgerichtet, ja, und dann setzt man noch 6 Goldfische. Und Goldfische, das sind wie Kanikel. Die vermehren sich und kacken rein und das Wasser durch die Sonne wärmt sich auf und richtig gärt. Das wird wie ein Kompass. Ja, genau. Wasserkompass. Also vom Fischen rate ich immer ab. Ah. Ja. Die Leute, die Koi-Karpfen haben, dann haben sie ganze Technik dazu. Da ist der Filteranlage und Sauerstoff und so weiter. Das ist was anderes. Aber so Goldfische, das ist nur Pest für Teich. Also wieder natürlich. Ja. Ich habe Frosche, ja. Ah. Also auch noch oder eventuell auch Vögel, weil die haben auch noch die Angst in die Fiese, nein. Also selbst gebohrt. Da haben wir schon einen großen Bohrer. Ja, der Pressluft. Pressluftbohrer haben wir. Das ist richtig, natürlich. Auf die Sichtachsen, das habe ich vom Fürst Kückler. Den habe ich nämlich, das ist mein Mentor quasi. Und Kückler Park, ich weiß nicht, ob das Begriff war. Ist. Ja, genau. Es ist fantastisch. Und man muss immer auf die Sichtachsen achten, dass man den Ausblick hat. Ja? Entweder vom Steg hin oder vom Brücke. Hier ist Arcadia und da habe ich einen Kamin und schlafe ich drin, ja, auch im Winter. Ach so? Ja, ja. Ach, ist geschlossen, aber da siehst du. Ja. Völlig auf Natur eingestellt. Das ist originell. Das ist originell. Ja, das ist eigentlich
Zulauf zum Wasser. Mhm. Wenn sich das Wasser senkt in den Teich, ja, dann pumpt automatisch vom Brunnen, vom Tiefbrunnen Wasser nach. Da hast du praktisch eine Höhenlinie drin, wo ein Regler ist oder ein Sensor ist. Ja. Die sind gut ausgeklügelt. Und ist bei euch das Grundwasser zurückgegangen? Ja, wenn es trocken ja ist. Allgemein jetzt im dieses Vergleich? Jahr. Dieses Jahr besonders? Jetzt zum Vergleich weiß ich nicht, weil das immer voll ist, der Teil. Ja. Aber sonst war immer im Sommer ganz tief. Ja. Also Meter, Meter 20. So, wenn ihr Boot paddeln wollt, Durchfahrt kostet 2 Euro und Rundfahrt 5 Euro. Mit dem Kilo noch. Brutraum, zweiter Brutraum. Und bis vor kurzem hatte ich hier noch den Honigraum drauf. Der war so hoch, aber das habe ich jetzt abgeschleudert.